to think the world of you, but somewhere down the line we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Time for me to face the truth and say it out loud. I don't know. Hallo, willkommen bei Cosis Deko-Tipps. Gefreut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist einmal windstill. Die Chorglocken hört man. Ist da Chorabtrieb oder was? Ist das um die, ja, das ist eh um die Zeit, gell? Heute machen wir mal einen Adventkranz eher im traditionellen Rot oder Richtung Rottöne. Der wird außergewöhnlich. Ich bin selber schon gespannt. Ich habe es im Kopf, aber habe es noch nie probiert. Und man muss aber nicht als Adventkranz hernehmen, sondern man kann es auch so gestalten, einfach als Advent-Deko-Kranz. Wir brauchen einen großen Strohreifen und Zapfen. Das können aber auch die naturfärbigen Fichtenzapfen sein. Und wir gehen jetzt in die Werkstatt. Glück haben wir wieder. Muss ich sagen. Gell? Steht auf, wie es schüttert, mal ist da schön. My way in the city, and I feel alone when you're with me. I look for places where I can't hide. I guess I've been searching for places, some familiar faces. I think I just need a little light. Kleine Stärkung. Im Ernst jetzt, du brauchst nur so Oberrüben. Ja, das ist Brennnessel. Samen und die haben voll viel Aminosäure und Aminosäure war voll gut für die, weil die Lea ist gerade verkühlt. Ist voll gut für das Immunsystem. Lea, die Werkstatt ist zusammengekrampft. Ja, Wahnsinn, wie es da jetzt aber ausgeschaut hat. I guess I've been searching for places, some familiar faces. I think I just need a little light. I've been trying to fake it. I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time, time. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while. For me, yeah, I need some time. Some time. Some time. I think I just wanna feel like home, but these days I just feel long gone, and I don't know how to make it right. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time. Since I got any
Unser Grundgerüst ist fertig und jetzt gehen wir noch im Garten ein paar Pflanzen schneiden. So eine schöne Frucht. Jetzt holen wir noch Hagebutten. Schau, wer das lieb ist. Jetzt sind sie da im Teich, die Enten. So lieb. Gell, lieb? Hey. Schau, wer die schön sind. Wahnsinn. Unglaublich. Das ist halt so ein typisches Weihnachtsrot, gell? Das ist so richtig typisch für Weihnachten. Die ist müde aufgegangen. Die haben wir gar nicht gesetzt. So schön. Schöner wie alles, was man in einem Geschäft kaufen kann. 100-mal schöner. Für mich jedenfalls. Mal schauen, wie das schön ist. Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins and mine? The flakes that become snow. And you might believe that everything is broken. Fragments of sentences. Just jagged lines across a barren sea. Are the shapes inside a sun dish the same as the arms of trees? And saying where shelf what we used to be. Maybe we're smaller. Are we just smaller? Schaut so
wunderschön aus. Ich finde, man konnte es einfach so auf den Tisch stellen und in der Mitte ein Glas mit einer Kerze da. Das schaut richtig schön aus. Oder, so wie wir es dann machen, mit Kerzen. Das zeige ich gleich. Das ist jetzt so schnell gegangen. Das ist so einfach und das ist echt schön. Es ist so schön geworden, unglaublich. Ich finde das von den Farben her richtig weihnachtlich und traumhaft schön. Man kann das jetzt entweder als Adventkranz machen mit nur 4 Kerzen. Man könnte dazwischen eine kleine Teelichter stellen oder kleine Vasen und ein paar Blumen einwässern. Also das kann man dekorieren, wie man will, wieder natürlich. Aber allein von der Grundidee finde ich das richtig, richtig schön und cool. Und ihr könnt eben da die natürlichen Zapfen hernehmen, ohne Whitewash. Ich habe jetzt einfach nur das gehabt. Und in die Mitte kann man ja Moos reinlegen, das Grüne. Man kann Zapfen reinlegen, man kann Kastanien reinlegen, man kann Nussen, war voll lieb, Nussen, Walnussen. Einfach was man halt so im Garten findet oder rundum bei den Nachbarn vielleicht oder im Wald. Ich finde es voll schön. Und jetzt machen wir noch die kleine Variante. Das ist doch jetzt, also erstens ist das so schnell gegangen, unglaublich schnell. Das wollte ich noch sagen, wenn wer keine Nagelpistolen hat, kann die Zapfen ja aufpicken mit der Heißklebepistolen.
oder eventuell Nageln, aber am besten geht es doch mit der Nagelpistole. Und das ist jetzt unglaublich schnell gegangen, aber weil wir halt schon so gut haben mit der Bohrmaschine, schön langsam kriegen wir eine Praxis. Nein, Handwerker bin ich echt aber noch keiner. Das mit der Nagelpistole, da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen Botschaft angestellt. Aber ist egal. Wir haben das da gemacht, was wir machen wollten. Und jeder kann ja das befüllen, was er halt gerade findet oder im Garten hat. Wir haben halt jetzt gerade die Mispeln. Ein super heimischer Baum ist das. Ich glaube, der Markus hat ein Pflanzenporträt drüber gemacht. Also bitte schaut gern eine bei meinem Mann, der Markus Burkhardt. Der beschäftigt sich ausschließlich mit heimischen Pflanzen, wie man die Artenvielfalt im eigenen Garten unterstützen kann, wie man das wieder ein bisschen entgegenwirken kann, weil es ist ja drastisch im Rückgang, die ganzen Insekten und Vögel und alles, was Artenvielfalt ist. Also das war eigentlich total wichtig, dass da jeder wieder mehr tut. Und da könnte euch der Markus Burkhardt voll viele Tipps geben, wie man das im eigenen Garten ganz leicht schafft wieder. Aber zurück zur Deko. Die Mispeln, die halten natürlich nicht ewig, aber man kann ja so Sachen immer wieder austauschen. Wenn die schier werden, dann tue ich halt nachher Nussen rein oder Erdnüssen oder Walnüsse oder Kastanien oder was fällt da noch ein, Lea? Eicheln. Ja, es gibt so viele schöne Sachen in der Natur, da findet sich sicher was. Man kann auch, wenn das wer gern mag, Kugeln reinlegen, so Christbaumkugeln, kleine. Schaut auch lieb aus. Also ich mag halt sowas lieber, aber jeder, wer er will. Natürlich hat ja nicht jeder von euch die Möglichkeit, dass er eine Werkstatt hat oder das ganze Holz oder Zapfen oder was auch immer, was man braucht, damit man sowas herstellen kann. Dann haben wir jetzt im Shop sowas und das ist voll entzückend und das kann man so vielseitig dekorieren und war halt auch eine super Alternative zu einem Adventkranz, einfach mit 4 Stabkerzen. Das kann man befüllen, wie man will, mit Moos, mit Zapfen, mit Äpfel, mit Keks, mit Blumen, mit Teelichter, mit ganz egal. Ich zeige euch jetzt einfach ganz schnell, weil die Lea und ich, es ist traurig, aber wir sind schon wieder total im Stress. In 10 Minuten muss ich fahren, aber das schafft man noch. Und sowas finde ich total lieb statt ein Adventkranz. When I'm with you, there's no reason for why. I'm intoxicated by your side. Nothing in the world's gonna beat this high. I've been searching for all of my life. When I'm with you, it's funny to think we should know. Oh, and it's love. Schaut auch voll lieb aus und ist so einfach und man kann rein tun, was man will. Also, ich habe es auch schon gemacht mit nur in weiß-grau und mit den leinenfärbigen Kerzen und mit Schleierkraut. Das hat auch voll lieb ausgeschaut. When I'm with you, there's no reason for why. I'm intoxicated by your side. Fertig sind wir für heute. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Natürlich freue ich mich voll, wenn ihr bei uns in den Webshop reinschaut. Da gibt es die ganzen Accessoires, die ich immer hernehme. Und natürlich freue ich mich, wenn wir euch was schicken dürfen, wenn ihr irgendwas nachmacht. Und ja, ihr könnt ja eure Adventgrenze oder eher Schalen sind das,
befüllen, wie ihr das wollt, natürlich. Und je nachdem, was ihr halt zur Verfügung habt, man muss halt einfach mit offenen Augen durch den Garten gehen. Und oft erkennt man was als wunderschön, was man vorher gar nicht gesehen hat. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Lea, hilf mir. Finito. Finito. Wir müssen fahren. Okay, ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, ihr seid am Sonntag wieder mit dabei. Da fällt den sicher auch wieder voll was Schönes ein. Ich hoffe, aber ich glaube schon. Bis dahin alles Gute und ciao. Thank you.